Hallo zusammen, ich bin die Laura und ich werde euch heute zeigen, wie die Gurzli-Presse funktioniert und auf was ihr dabei achten müsst. Ihr kriegt wirklich super schnell die schönen Kekse hin, die zweifarbig sind, und mit der Federhalterung klebt es euch nicht am Backpapier. Ein bisschen Übung braucht es und man sollte sich wirklich an die Rezepte halten, die wir extra für diese Gurzli-Presse kreiert haben. Und mit ein bisschen Übung wirst auch du zum Gurzli-Profi. So, jetzt beginnen wir, den Teig in die Teigrollhälften einzufüllen. Ihr seht, es hat zwei Öffnungen. Auf der einen Seite ist aber ein Maximumzeichen. Es ist dabei wichtig, dass ihr auf der gegenüberliegenden Seite beginnt, den Teig einzufüllen. Dies funktioniert am besten, wenn man leicht schräg und dann auf die Arbeitsfläche zieht. Man sieht jetzt schon, dass der Teig schon reingekommen ist. Wenn man jetzt einfach von oben herab sticht, funktioniert das wesentlich schlechter und der Teig, man sieht, er bleibt auf der Arbeitsfläche, geht nicht richtig in die Teighornhälfte. Man könnte dies auch sehr gut in einer kleinen Schüssel machen. Ich bevorzuge aber die Arbeitsfläche. Ich nehme auch sehr gerne meine Hände dazu, weil man sieht, dass man hier ein bisschen Teig hat. Den kann man einfach mit dem Finger abstreichen, mit der Handfläche reindrücken und man sieht gleich, wie der Teig schön ohne Luftbildung schön kompakt nach oben geht. Und wenn es dann so aussieht, dann macht man es wirklich perfekt. Falls man sich davor ekelt, jetzt die Hände zu nehmen, kann man auch sehr gut mit einem Teighorn arbeiten. Mit dem kann man den Teig auch wieder schön kompakt zu einer schönen Kugel formen, da es sehr weich ist, was sehr wichtig ist, nachher den Teig wieder aufzubringen. Und somit ist es viel einfacher, den Teig wirklich bis zum Maxzeichen zu befüllen. Es ist auch wichtig, dass man die Teighornhälfte sauber hält, weil sonst gibt es am Schluss nur ein Geschmier und ja. So, jetzt beginne ich mit dem dunklen Teig. Jetzt habe ich ein bisschen schmutzige Hände, das macht gar nichts. Man kann kurz die Hände waschen und dann geht es gleich weiter. Jetzt fülle ich noch den dunklen Teig hinein. Ich halte es wieder leicht schräg und steche den Teig somit ab. Auch hier ist es wieder wichtig, dass man keine Lufteinschlüsse hat. Und dies kann man wirklich mit der Handfläche, kann man das noch schön nach oben pressen oder eben wie gesagt mit dem Teighorn. Kann man es schön abstreichen. Und somit wird es wirklich schön satt bis oben zur Maxlinie. Bis zur Maxlinie geschafft. Jetzt nochmal schnell Hände waschen und dann geht's gleich weiter. Nun ist der Teig in die Teigrohrhälften gefüllt. Jetzt fügen wir sie noch zusammen. Es ist wichtig, dass beide Teigrohrhälften in dieselbe Seite schauen. Das heißt, hier ist das Maxzeichen, hier ebenfalls. Und somit kann man die perfekt zusammenfügen. Falls man eine verkehrt rumhält, funktioniert das überhaupt nicht. Man bringt die nicht zusammen. Jetzt wählt ihr eure gewünschte Schablone aus. Ich nehme die Blumenform. Die fügt ihr hier im Schlitz ein. Dann nehmt ihr die Schablonenhalterung und dreht die auf. Es ist wichtig, dass ihr dabei am Kunststoff dreht und nicht vorne an der Federhalterung. So, richtig satt drehen, dass es auch richtig gut verschlossen ist. Perfekt. Danach zieht ihr beim Handgriff die Metallstange nach oben. Dabei drückt ihr den grauen Knopf. Wichtig hierbei ist es, dass der Stempel noch leicht herausschaut, weil so sehe ich ihn nicht mehr und kann ihn nachher nicht exakt darauf setzen, auf die Teighornhälften. Deswegen ein bisschen nach draußen, so. Und jetzt kann ich den perfekt einfügen und wichtig ist jetzt, den Drehverschluss zu schließen. So, nun geht es ans Gurzle. Wir müssen jetzt mehrmals auf den Hebel drücken. Und dann sieht man schon, der Stempel kommt nach unten, aber hat noch keinen Teig gefasst. Deswegen mache ich es neben dem Blech. Also es sind wirklich einige Klicks, die man machen muss, bis der Teig kommt. Jetzt kommt er schon raus, er kommt aber noch nicht im vollen Volumen. Und jetzt ist es wichtig, dass man die Gurzli-Presse wirklich nach unten drückt. Man sieht hier, die Federung geht nach unten. Und ich halte es gerne mit beiden Händen, weil somit habe ich mehr Stabilität, dann drücke ich, ich warte, zähle auf 1, gehe weiter, 1 und weiter.
Man wartet immer plus minus eine Sekunde, weil somit kann sich der Teig optimal setzen und es gibt perfekt schöne zweifarbige Wurzli. Mit der Zeit wird man immer besser. Das Federelement drückt das Backpapier nach unten und es verschiebt sich überhaupt nicht und bleibt nicht an der Schablone kleben. So, wenn ich fertig bin mit dem Gurzli-Stempeln, mache ich die Gurzli-Presse auseinander und dort findet sich ein bisschen Teigreste und die kann ich ganz einfach von Hand zu einem Gurzli formen. Und diese backe ich dann gleich mit. Super, jetzt geht's ab in den Ofen. Jetzt sind die ersten Gurzli in den Ofen. In der Zwischenzeit können wir den restlichen Teig in die Teighornhälften füllen. Es könnte mal passieren, falls man nicht in einem Fluss die Gurzli stempelt, dass ein wenig Teig vorne rauslaufen kann. Das ist kein Problem, das nimmt man dann einfach mit dem Finger weg, formt ein Gurzli von Hand und stempelt dann weiter. Jetzt gehen wir aber zur Reinigung über. Alle Teile sind Spülmaschinen geeignet. Es ist wichtig, dass man, bevor man sie in die Spülmaschine legt, den überschüssigen Teig entfernt. Es gibt auch solche Schablonen, die kann man zusätzlich noch öffnen. Die sollten dann für in die Maschine auch geöffnet werden. So, nun öffne ich den Verschlussring und öffne die Teighornhälfte. Und jetzt kommt alles in die Spülmaschine. Nach dem Waschen alle Teile wirklich gut trocknen lassen, besonders die Schablonenhalterung. Falls sich die Federung mal verbiegt, kann man die einfach wieder zurechtbiegen. Es ist wirklich wichtig, das möchte ich nochmal betonen, beim Anschrauben wirklich den Kunststoff am Kunststoff drehen und nicht vorne am Edelstahl. So, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Ich möchte euch gerne nochmals darauf aufmerksam machen, dass ihr euch an die Rezepturen des Rezeptbüchleins haltet, da die Teigkonsistenz sehr wichtig ist für das Gelingen der Gurzli. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Backen.